I am the Jochen und das ist der Frühsport für Donnerstag, den 11. November 2021. Schönen guten Morgen. Der Großteil heute wird sich um die WM-Qualifikation drehen im Fußball, die jetzt ansteht in der heute beginnenden Week of Football. Das kommt allerdings eher am Ende des Videos. Jetzt wollen wir uns erst noch ein bisschen aktuell über das kümmern, was sonst noch los ist. Das ist auch einiges. Wir starten mal mit ein paar Ergebnissen von gestern Abend, zum Beispiel aus der Handball-Bundesliga. Da hat Flensburg-Handewitt das Topspiel gegen die Füchse Berlin gewonnen. Und die SC Magdeburg siegt weiter in Göppingen. Habe ich die SC, ich glaube der SC, muss man sagen, der Sportclub. Magdeburg mit 20 Punkten weiter vorne, vor den Füchsen aus Berlin mit 17 Punkten. Und die Flensburg-Handewitt ist jetzt schon auf 4 mit 12 Punkten hochgestiegen und noch einem Spiel nachzuholen. Vorbei an Göppingen und die Kieler stehen noch dazwischen. Die haben 9 Punkte auf dem Konto und die treten heute Abend an, denn es gibt 3 weitere Spiele um 19 Uhr auf Sky Sport. Unter anderem THW Kiel gegen den Bergischen HC. Und alle 3 Spiele gibt es dann auf Sky Sport in der Konferenz oder einzeln zu sehen. Gucken wir zum Basketball, Europapokal. Da gab es gestern Abend im Eurocup. Nur aufpassen, es gibt ja 4 Wettbewerbe im Internationalen. Es gibt die Champions League, es gibt die Euroleague, es gibt den Eurocup und es gibt den Europe Cup. Das sind also 4 verschiedene internationale Wettbewerbe. Und da sind viele deutsche Teams drin. Gestern sah es so aus: die Hamburg Towers haben gewonnen im Eurocup und Ratio Farm Ulm ebenfalls. Und im Europe Cup hat Crailsheim gewonnen und Bayreuth auch. Also 4 Siege für die deutschen Teams. Glückwunsch dazu. Heute Abend spielt dann in der Euroleague Alba Berlin gegen Anadolu Efes um 20 Uhr. Und das Ganze gibt es dann zu sehen auf. Jetzt habe ich die Übersicht verloren. Euroleague, das müsste doch laufen. Nicht, dass ich das Falsches sage. Die Euroleague läuft auf Magenta, oder? Ja, die läuft auf Magenta. Genau, da gibt es dieses Spiel neben anderen auch zu sehen. Hui, gerade noch die Kurve gekriegt. Apropos Magenta, ganz, ganz wichtig. Heute beginnt die Olympia-Qualifikationsrunde der Eishockey-Frauen. Und zwar die finale Olympia-Qualifikationsrunde. Die deutschen Herren haben sich bereits qualifiziert für Beijing im Februar. Die Damen wollen es jetzt nachtun. Und dazu ist die Aufgabe die folgende. In Füssen findet ein Turnier statt, was jetzt stattfindet von heute bis Sonntag. 4 Teams am Start. Es gibt gleichzeitig noch 2 andere Viererturniere, aber das ist das Entscheidende fürs deutsche Team. Da trifft Deutschland zunächst heute auf Österreich und die nächsten beiden Gegner sind dann Italien und Dänemark. Jeder also gegen jeden und am Schluss wird das beste Team dieser Gruppe sich qualifizieren für die Olympischen Winterspiele. Alle anderen sind draußen. Also ein ganz ja, wichtiges Spiel heute. Viertel nach 5 findet jetzt statt, Deutschland gegen Österreich und ist live zu sehen auf Magenta Sport. Da kann man gerne mal reinschauen und unseren Mädels die Daumen drücken, dass sie einen guten Start ins Turnier haben. Österreich ist in dieser Gruppenkonstellation, glaube ich, der Pflichtsieg, den man am Anfang hinlegen sollte, denn es wird dann hinten raus schwieriger. Italien und Dänemark schätze ich persönlich stärker ein. Werden wir mal sehen, was draus wird. Es gibt noch im Eishockey den Deutschland Cup, aber das ist letzten Endes auch mehr oder weniger eine Reihe von Testspielen und ihr wisst ja, Testspiele sind hier bei mir nicht sehr hoch angesehen, da werde ich auch entsprechend nicht darüber berichten. So, und bevor wir zum Fußball kommen, habe ich noch Tennis für euch. Und zwar gibt es ein paar Meldungen von den Welttennis-Jahresabschlussturnieren. Wir haben zum einen die Next Generation Finals, da haben wir den ersten Halbfinalisten, nämlich Carlos Alcaraz. Der hat sein zweites Match gewonnen gegen Brandon Nakashima und damit ist er schon fix im Halbfinale. Sicher ausgeschieden ist Juan Manuel Cerúndolo, der spielt es noch gegen Alcaraz im letzten Spiel, aber da geht es dann um nichts mehr. Um den zweiten Halbfinalplatz spielen dann im direkten Duell heute Brandon Nakashima und Holger Rühne. Die andere Gruppe ist noch nicht ganz durch, da spielt gerade noch Musetti gegen Gaston. Da kann ich aber schon mal sagen, dass Sebastian Korda auch sein zweites Spiel gewonnen hat gegen Weiß. Und damit sehr gut im Rennen liegt aufs Halbfinale. Noch hat das rechnerisch nicht ganz geschafft. Hängt noch ein bisschen davon ab, wie das andere Spiel jetzt heute Abend ausgeht. Aber da bin ich dann morgen schon wieder ein bisschen schlauer wahrscheinlich und kann euch da weiterhelfen. Wer das gucken möchte, ab 14 Uhr heute der dritte Spieltag und der letzte Gruppenspieltag auf Tennis TV per Monatsabo. Bei den Damen laufen die WTA Finals seit gestern Abend. Und zwar die erste Paarung gab gleich ein Überraschungsergebnis. French Open-Siegerin Krejcikova verliert nämlich gegen Annette Kontaveit in 2 Sätzen. Das ist also der Auftakt in der Gruppe Teotihuacan. Heute Nacht, also jetzt in der Nacht, die gerade jetzt kommt, die ihr jetzt, also von Mittwoch auf Donnerstag,
Wenn ihr das guckt, am Donnerstag ist sie schon rum. Da haben wir dann noch Plíšková Muguruza aus derselben Gruppe. Und wir schauen mal auf die andere Gruppe, die dann heute Abend beginnt um 21 Uhr. Da trifft zum Auftakt das ist die Nacht, hier sind wir. Da trifft zum Auftakt Maria Sakkari aus Griechenland auf Iga Świątek aus Polen. Und im Nachtspiel, also um 21 Uhr live auf The Zone. Und im Nachtspiel ab 2.30 Uhr dann gibt es Arina Sabalenka gegen Paula Badosa. Das sind also die Partien aus dieser Gruppe. In den Doppelwettbewerb läuft das Turnier auch jetzt langsam an. Erstes Ergebnis, was ich da anbieten kann, ist der Sieg von... kann ich noch gar nichts anbieten. Also Doppel geht auch weiter auf jeden Fall im Laufe der Nacht. Gut, soweit zum Tennis, sind wir durch. Und dann können wir uns voll und ganz jetzt auf Fußball konzentrieren. Die erste Nachricht noch, die kommt von der Women's Champions League. Da ist der dritte Spieltag jetzt abgeschlossen worden. Aus deutscher Sicht nicht erfolgreich. Beide haben verloren. Die Wolfsburgerinnen, wie erwartet, wie befürchtet, in Barcelona mit 0:4. In derselben Gruppe, in der Gruppe C, gewinnt Arsenal 5:1 in Köge. Und damit in der Gruppe jetzt Barcelona mit 9 Punkten zur Halbzeit vorne. Vor Arsenal mit 6, Hoffenheim 3 und Köge 0. Wird... schwer für die Hoffenheimer, aber war abzusehen bei der Gruppenkonstellation. Wird wohl eher nicht reichen. Die Bayern müssen aber zittern. Die verlieren nämlich in Lyon mit 1:2. Und in derselben Gruppe gewinnt Hecken mit 1:0 bei Benfica Lissabon. Auch ein bisschen überraschend. Jetzt haben wir die Konstellation hier. Olympique Lyon zur Halbzeit mit 9 Punkten vorne und Kurs Viertelfinale. Bayern 4 Punkte, Hecken 3 Punkte und Benfica 1 Punkt. Das gibt eine interessante Rückrunde, weil alle drei, in Lyon rechne ich schon also gut wie durch, die anderen drei alle noch Chancen haben hier, was zu reißen in der Gruppe. Nächster Spieltag, kommende Woche, ich sage dann wieder rechtzeitig Bescheid. So, und dann sind wir bei der WM-Qualifikation. Und da können wir jetzt loslegen. Week of Football findet jetzt statt. Es geht heute los mit den ersten Partien. Rund um den Globus wird gespielt. Ziel ist die Fußball-WM im kommenden Jahr in Katar, die Winter-WM. Wir konzentrieren uns heute oder die nächsten Tage vor allem auf Europa und Afrika, denn dort werden im Laufe dieser Woche Gruppenrunden zu Ende gespielt und weitreichende Entscheidungen getroffen. Andere Kontinente spielen auch, da sage ich aber nur mal ganz kurz was dazu. Die Asiaten spielen einen weiteren Spieltag, aber das ist der 5. von 10, also da ist noch lang nicht die Entscheidung nahe. Da gibt es alle Spiele übrigens live zu sehen, wer da gerne reingucken möchte, auf der Seite sporttotal.tv, so heißt sie. Und da kann man sich die Spiele an dem Stream angucken. Heute geht's los mit beispielsweise, da gucken wir auch mal auf die Tabelle noch, Gruppe A, da liegt Iran vor Südkorea und Libanon vorne. Und heute gibt es in dieser Gruppe A unter anderem Libanon gegen Iran um 13 Uhr zu sehen auf sporttotal.tv im Stream. Und dazu um 12 Uhr Südkorea gegen die Emirate und um 18 Uhr Irak gegen Syrien. In der Gruppe B, Blick auf die Tabelle, da haben wir vorneweg Saudi-Arabien mit 12 Punkten, vor Australien mit 9 und dahinter Oman und Japan mit jeweils 6 Punkten. Heute auch hier 3 Spiele. Um 10 Uhr gibt es Australien-Saudi-Arabien, um 13 Uhr Vietnam-Japan und um 16 Uhr China gegen Oman. So, wer da also sich rein vertiefen möchte, kann mal über den Tag schon mal ein bisschen was abdecken. Dann wird in Südamerika heute Nacht gespielt, von Mittwoch auf Donnerstagnacht. Das ist aber der 13. Spieltag von 18. Da ist also auch noch einiges hin, bis wir soweit dann da durch sind. Da kann ich aber auch schon mal kurz auf die Partien lunsen und kann sagen, also in der Stand in der Gruppe, das sollten wir schon komplett durchziehen. Da haben wir Brasilien vorne mit 31 Punkten schon so gut wie qualifiziert. Argentinien 25 Punkte, sieht auch sehr, sehr gut aus. 4 schaffen es hier ja zur WM. Dritter ist Ecuador mit 17, dann kommen Kolumbien und Uruguay mit jeweils 16. Also das sind die 5 vorne, von denen wir momentan 4 nehmen würden. Die Spiele hier um 22 Uhr Ecuador, Venezuela und dann in der Nacht haben wir Brasilien, Kolumbien, Paraguay, Chile und Peru, Bolivien. Nur zur Kenntnisnahme, wenn das tabellarisch hier sich ein bisschen mehr zuspitzt, melde ich mich da wieder. Aber jetzt gucken wir, wie versprochen, mal auf die beiden Kontinente, wo sich wirklich was tut. Nämlich zum Beispiel in Afrika. Da gibt es die ersten, da sind noch 2 Spiele jeweils offen, in 4er Gruppen. Einer kommt weiter aus der 4er Gruppe, der kommt in die nächste Runde.
und die anderen drei scheiden aus. Es sind schon einige Entscheidungen gefallen. Wir gucken mal auf die Spiele, die hier heute stattfinden in Afrika, beziehungsweise das, was davon relevant ist, picke ich mal kurz raus. Da haben wir zum Beispiel Mali, die heute einen großen Schritt machen können. Die liegen knapp vor Uganda in ihrer Gruppe. Und wenn sie gewinnen in Ruanda, dann sind sie so gut wie qualifiziert. Aber stimmt nicht ganz. Uganda könnte das noch drehen aus eigener Kraft sogar, wenn sie ihre beiden Spiele gewinnen. Vergesst, was ich gesagt habe. Also wenn Uganda nicht gewinnt und Mali gewinnt, dann ist Mali durch. Das könnte heute passieren beispielsweise. Dann haben wir die Südafrikaner im Fernduell mit Ghana. Da gibt es noch ein direktes Duell. Wenn Ghana heute verliert und Südafrika gewinnt, ist Südafrika durch. Die könnten es also auch direkt schon schaffen. Marokko hat es schon geschafft in die nächste Runde. Ebenfalls Senegal. Und auch, nee, da wird auch nichts passieren. Nee, in den anderen Gruppen wird, glaube ich, noch keine Entscheidung fallen. Aber auch da, sobald sich was tut, gebe ich Bescheid. Jetzt gucken wir nach Europa. Das ist das, was, glaube ich, jetzt am interessantesten ist, weil das läuft A heute Abend und B sind alle diese Spiele auch live zu sehen. Also wer sich hier interessiert, ich gebe jetzt ein paar Empfehlungen ab, wo man reingucken könnte oder sollte in diesen Strauß aus Partien aus Europa. Und dann könnt ihr das tun. Übrigens, Musetti hat gewonnen gegen Gaston bei den Next Generation Finals, sehe ich gerade hier. Das war noch nachzutragen vom Tennis. Gut, gehen wir Europa mal durch. Die Gruppen, die heute spielen, das sind vier Gruppen, die dran sind. Wir beginnen mit der Gruppe A. Da ist es ein Zweikampf Serbien und Portugal. Die werden die ersten beiden Plätze belegen, das wissen wir schon sicher. Es geht noch um die Reihenfolge. Allerdings spielen die Serben heute gar nicht. Die Portugiesen treten an in Irland, aber unabhängig davon, wie sie spielen. Momentan hat Serbien einen Punkt Vorsprung. Und egal, was die Portugiesen heute machen in ihrem Nachholspiel, möchte ich es mal nennen, es gibt hier am kommenden Montag das alles entscheidende, nee, am Sonntag ist es, ne? 14. ist der Sonntag, ja. Sonntag gibt es alles entscheidende Spiel Portugal gegen Serbien. Da wird sich definitiv entscheiden, wer hier die Gruppe gewinnt und sich direkt für die WM qualifiziert. Der zweite geht in die Playoff-Runde. Und egal, was die Portugiesen in Irland heute machen, da wird es nur darum gehen, was im Falle eines Unentschiedens passiert. Bei Portugal gegen Serbien am Sonntag. Wer da dann eben profitieren würde. Aber da haben wir die Entscheidung noch ein bisschen rausgeschoben auf den Sonntag eben. Und dann spielt die Gruppe B heute. Da haben wir einen Dreikampf vorne. Schweden 15 Punkte, Spanien 13 und Griechenland 9. Die Griechen müssen gewinnen, wenn sie noch eine Rolle mitreden wollen hier vorne. Ansonsten, wenn die Griechen das nicht tun, ist das Ding durch für sie. Sind sie raus. Und ansonsten, die Schweden könnten, die spielen gegen Griechenland. Das ist jetzt eins von diesen Games to watch möglicherweise. Spanien wird auch noch gegen Schweden spielen. Das müssen wir auch festhalten. Sollten die Spanier in Griechenland verlieren und gleichzeitig Schweden gewinnen in Georgien, dann wäre Schweden qualifiziert für die Weltmeisterschaft und Spanien müsste in die Playoffs gehen. Also das ist eine interessante Kombi, wo man durchaus mal reinlunsen könnte. Die Anschlusszeiten, beides auf der Zone zu sehen. Es gibt die Paarung Georgien-Schweden um 18 Uhr und die Spanier spielen in Griechenland um 20:45 Uhr. Generell sind das die beiden Blöcke und die beiden Anschlusszeiten, die wir heute haben. Also das könnte im Fernduell hier durchaus jetzt schon entscheidend werden. Dann gucken wir weiter in die nächste Gruppe, die spielt. Die dritte, das im Bunde, sagt man genau. Das ist die Gruppe H. Da haben wir vorneweg Russland und Kroatien. Das sind die einzigen beiden, die hier noch was reißen können in der Gruppe. 19 Punkte zu 17 Punkte. Und auch hier Fernduell mit möglicher Entscheidung. Die Russen spielen gegen Zypern und Kroatien muss auf Malta ran. Wenn Kroatien nicht gewinnt auf Malta, aber die Russen schlagen Zypern, dann sind die Russen durch. Ansonsten läuft es auch hier auf ein Finale am Sonntag raus, dann spielt Kroatien gegen Russland. Also Sonntag könnte hier ein ganz, ganz heißer Tag noch werden. Anschlusszeit hier, Russland-Zypern um 18 Uhr und das Spiel der Kroaten auf Malta auch um 20:45 Uhr. Also hier geht man auf die beiden Blöcke. Und dann haben wir noch die Deutschland-Gruppe. Die ist ja erfreulicherweise schon entschieden ganz vorne, weil Deutschland schon durch ist, zusammen mit Dänemark, die beiden bereits qualifizierten europäischen Teams. Deutschland spielt noch gegen Liechtenstein, das schon sicher draußen ist aus dem Rennen. Das gibt es ab 20:45 Uhr auf RTL zu sehen und nicht auf der Zone als einziges Spiel. Aber interessanter ist hier noch der Kampf um Platz 2. Der wird sich allerdings auch heute Abend noch nicht entscheiden. Hier rangeln noch die Teams Rumänien, Nordmazedonien, Armenien und Island um den zweiten Platz. Die spielen auch heute gegeneinander in zwei direkten Duellen. Und zwar haben wir um 20:45 Uhr Rumänien gegen Island. Und wir haben Nordmazedonien zu Gast in Armenien um 18 Uhr. Also auch hier wieder beide Blöcke werden ausgereizt. Und da ist noch für alle vier der zweite Platz in Reichweite.
Das wird heute nach den Spielen vermutlich nicht mehr so sein. Da wird sich's reduzieren auf vielleicht nur noch ein Duell dann für Sonntag, aber die Entscheidung wird hier definitiv heute auch noch nicht fallen. Jo, das sind also die Spiele von heute, die wir haben. Der Zone ist dabei, 18 Uhr oder 20:45. Wenn ihr Lust habt, guckt rein. Leider ohne Konferenz, ohne Goal Zone. Hier der Zone, das habe ich schon mal angeprangert. Gut, es guckt keiner von der Zone hier zu, aber das finde ich schade. Macht eine Goal Zone draus, gerade wenn es jetzt hier wirklich heute um die Wurst gehen kann. Vielleicht machen sie es am Sonntag, wenn der letzte Spieltag ansteht. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Gucken von diesen WM-Qualifikationsspielen, wenn ihr Lust habt. Ansonsten schaut die WTA-Finals. Gut, das sind jetzt ist ja aber auch nicht so der große Kracher, finde ich. Da fehlt mir ein bisschen Star Power. Ich meine, das sind gute Leute. Das können wir offen reden, so am Ende des Videos, wo viele gar nicht mehr dabei sind. Da fehlt mir so ein bisschen der Pep. Dieses Jahr, weiß auch nicht genau. Ich würde da, glaube ich, heute Abend dann eher WM-Qualifikation bevorzugen. Aber gut, entscheidet selber. Handball gibt es, Basketball gibt es. Und natürlich Frauen-Eishockey. Viertel nach fünf, die Deutschen gegen Schweden, gegen Österreich. Daumen drücken für die Olympia-Qualifikation. Das war's für heute. Morgen mehr, vor allem mehr Week of Football. Dann schauen wir in die nächsten Gruppen rein, die spielen. Haben wir schon vielleicht dann noch Mittelamerika im Blick. Die spielen nämlich ab morgen dann auch noch. Und ansonsten, ja, das, was halt noch so alles anfällt, wisst ihr ja. Besten Dank fürs Zuschauen und gerne morgen wieder. Bis dann. Tschüss.